Guten Tag. In this video, you'll hear the short story, Little Red Riding Hood. First, listen to the story without subtitles. Next, enjoy the story again with German subtitles. After that, we'll guide you through the key vocabulary. Then, we'll repeat the story again with both German and English subtitles. Finally, there will be a simple reading comprehension test to enhance your listening skills. Bist du bereit? Los geht's! Es war einmal ein kleines Mädchen namens Rotkäppchen. Ihre Großmutter liebte sie über alles und schenkte ihr ein rotes Käppchen, das sie immer trug. Eines Tages schickte ihre Mutter sie zur Großmutter, um ihr Kuchen und Wein zu bringen, da sie krank war. Auf dem Weg durch den Wald traf Rotkäppchen den Wolf. Er fragte sie freundlich, wohin sie gehe, und Rotkäppchen erzählte ihm von ihrer Großmutter. Der Wolf überlegte, wie er beide fressen könnte. Er schlug vor, Rotkäppchen solle die schönen Blumen pflücken. Während sie dies tat, lief der Wolf zum Haus der Großmutter, verschlang sie und zog ihre Kleider an. Als Rotkäppchen ankam, wunderte sie sich über das seltsame Aussehen der Großmutter. Der Wolf antwortete auf ihre Fragen mit, damit ich dich besser sehen, hören und fressen kann. Dann sprang er aus dem Bett und verschlang Rotkäppchen. Doch der Jäger hörte das laute Schnarchen des Wolfes, betrat das Haus und schnitt dem Wolf den Bauch auf. Rotkäppchen und ihre Großmutter kamen wohlbehalten heraus. Sie füllten den Bauch des Wolfs mit Stein, und als er aufwachte, konnte er nicht entkommen und starb. Rotkäppchen beschloss, nie wieder vom Weg abzukommen und immer auf ihre Mutter zu hören. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Rotkäppchen. Ihre Großmutter liebte sie über alles und schenkte ihr ein rotes Käppchen, das sie immer trug. Eines Tages schickte ihre Mutter sie zur Großmutter, um ihr Kuchen und Wein zu bringen, da sie krank war. Auf dem Weg durch den Wald traf Rotkäppchen den Wolf. Er fragte sie freundlich, wohin sie gehe, und Rotkäppchen erzählte ihm von ihrer Großmutter. Der Wolf überlegte, wie er beide fressen könnte. Er schlug vor, Rotkäppchen solle die schönen Blumen pflücken. Während sie dies tat, lief der Wolf zum Haus der Großmutter, verschlang sie und zog ihre Kleider an. Als Rotkäppchen ankam, wunderte sie sich über das seltsame Aussehen der Großmutter. Der Wolf antwortete auf ihre Fragen mit, damit ich dich besser sehen, hören und fressen kann. Dann sprang er aus dem Bett und verschlang Rotkäppchen. Doch der Jäger hörte das laute Schnarchen des Wolfes, betrat das Haus und schnitt dem Wolf den Bauch auf. Rotkäppchen und ihre Großmutter kamen wohlbehalten heraus. Sie füllten den Bauch des Wolfs mit Stein, und als er aufwachte, konnte er nicht entkommen und starb. Rotkäppchen beschloss, nie wieder vom Weg abzukommen und immer auf ihre Mutter zu hören. Mädchen. Girl. Großmutter. Grandmother. Wald. Forest. Käppchen. Cap. Kuchen. Cake. Wolf. Wolf. Wein. Wine. Blumen. Flowers. Jäger. Hunter. Schicken. To send. Verschlingen. To swallow. Erscheinen. To appear. Fragen. To ask. Sehen. To see. Schneiden. To cut. Laufen. To run. Überlegen. To think. Reagieren. To react. Klein. Small. Krank. Ill. Seltsam. Strange. Freundlich. Friendly. Stark. Strong. Groß. Big. Schön. Beautiful. Laut. Loud. Bösartig. Malicious. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Rotkäppchen. Ihre Großmutter liebte sie über alles und schenkte ihr ein rotes Käppchen, das sie immer trug. Eines Tages schickte ihre Mutter sie zur Großmutter, um ihr Kuchen und Wein zu bringen, da sie krank war. Auf dem Weg durch den Wald traf Rotkäppchen den Wolf. Er fragte sie freundlich, wohin sie gehe, und Rotkäppchen erzählte ihm von ihrer Großmutter. Der Wolf überlegte, wie er beide fressen könnte. Er schlug vor, Rotkäppchen solle die schönen Blumen pflücken. Während sie dies tat, lief der Wolf zum Haus der Großmutter, verschlang sie und zog ihre Kleider an. Als Rotkäppchen ankam, wunderte sie sich über das seltsame Aussehen der Großmutter. Der Wolf antwortete auf ihre Fragen mit, damit ich dich besser sehen, hören und fressen kann.
Dann sprang er aus dem Bett und verschlang Rotkäppchen. Doch der Jäger hörte das laute Schnarchen des Wolfes, betrat das Haus und schnitt dem Wolf den Bauch auf. Rotkäppchen und ihre Großmutter kamen wohlbehalten heraus. Sie füllten den Bauch des Wolfs mit Stein, und als er aufwachte, konnte er nicht entkommen und starb. Rotkäppchen beschloss, nie wieder vom Weg abzukommen und immer auf ihre Mutter zu hören. Was brachte Rotkäppchen ihrer Großmutter? Ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Was tat der Wolf, als er bei der Großmutter ankam? Er verschlang die Großmutter und zog ihre Kleider an. Don't forget to like and subscribe to our channel and download our Fluent Day app for more language learning content.